failed me for the last time. Ich habe hier zwei Gäste aus der Community. Wir machen die neue Sendung Wohnzimmer. Ihr seid im Wohnzimmer und wie in einem Wohnzimmer benimmt man sich auch. Werdet ihr auch sehen. Wir werden also in einem Wohnzimmer sein, uns unterhalten über Cosplayer, über Lego. Und das andere habe ich vergessen. Über Sammlungen. Nee, dann auch. Ja. das andere Zeug. Meinst du Lepin? Lepin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr Hasser, ihr. Lepin. Lepin, Lego, Cosplay. Ich muss schon sagen, als Lego-Bauer bin ich auch Lepin-Hater. Ah, Lepin-Hater? Ja. Lepin, ist egal. Ihr seid willkommen im Wohnzimmer, wir legen los. Wie ihr schon seht, hier haben wir einen aus Old Republic, den Ribbon, stehen. Darüber werden wir aber nicht reden, weil hat ja da nichts mit zu tun. Weil. Stimmen wir mal vor. Sondern hier aus. Also das hier ist Old Republic für die Kenner, ist klar. Der Kenner sieht so aus: das war er hier, Kenner, ne? Der erste. Das wäre er. So, wir, Schnitt, Cut. Wir sind jetzt hier einfach nur bei den Figurensammlern. Wir sammeln es ja auch Figuren. Ja. Ne? Reeves ist klar. Das ist die große Version von Hot Toys, nein, sondern von Sideshow. Wo man auch hier den nehmen kann, um seine Augen da hinten zu verändern. Ich hole sie jetzt hier nicht raus, weil dann bricht ihr wieder alles zusammen. Ja, ist halt so. Also, welche Figuren sammelst du gerne? Also ich sammle hauptsächlich größere Raumschiffe und Unikate, sag ich mal. So wie also, die man nicht so oft bekommt. Ja, so Art Talking Bank, R2-D2, C3PO und so weiter. Also die wir hier hinter der Kamera mit rumgespielt haben. Ja, richtig. Ich spiele mit Püppchen. Wir spielen mit Püppchen, ja genau. Ja. Wir sind Puppenspieler. Er ist Lego-Bauer. Ja. Obwohl, Lego-Bauer macht Spaß, oder nicht? Ja, natürlich. Ich habe leider nichts Lego-mäßiges hier, das ist das Problem. Ja ich werde da gerade überzeugt, hier auch Lego-Ast zu werden. Ja, mal gucken. Ja. Muss ich mal, ja okay, ich gehe gleich mal gucken. Besorge ich mal ein bisschen Lego hier. Und die auseinandernehmen, weiß ich nicht. Ja, also ich bin Sammler vom Herrn. Ja, ist, ne? Und habe dann hier, wie gesagt, einige Unikate stehen und will aber nicht so viel reden, sondern er muss reden. Er muss jetzt sich vorstellen, ihr seid in der Community, ihr seid live hier, ihr seid jetzt hier, keine Strichmännchen bei Facebook da, tipp, 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 ihr seid live hier. Aus Körper. Aus Körper. Aus Körper, aus Geist. Also, du sammelst. Ja, ich sammle, wie ich dir schon sagte, große Raumschiffe, überlebt mit Licht und Sound, bloß wenn ich manchmal die Preise sehe, da kriege ich einen Herzinfarkt. Ja, für die anderen ist das eine Geldanlage. Ich sage ja immer, das ist eine Börse. Ne? Wenn wir Glück haben, wir gehen jetzt raus hier, was weiß ich, bei Toys R Us habe ich jetzt einfach mal, kriegen wir im Nacken geworfen. Ey, willst du nur zwei mitnehmen oder so? Ja, ist so. Ja, wir freuen uns natürlich, ja. Weil die beiden haben sich auch schon gefreut, wie ich sage, hier kommen Kunden. Ja, ist klar. Das ist eben so. Als Händler ist das egal. Händler macht einen Strich drunter, 50% Rabatt, nehmen mit oder lassen es sein. So, aber ein Fan identifiziert sich ja damit. Er identifiziert sich aber mit Kylo Ren. Die meisten Stormtrooper, also ich werde sicherlich diesen Herrn irgendwann entkleiden und einen Stormtrooper hinstellen, weil die Kinder mögen mehr Stormtrooper, aber den kennen sie nicht. Der steht der Beste. Ist so, der steht der Beste. Der wird auch leider gehandelt, wie er schon sagte, wird man blind, weil wenn man den jetzt 6-Inch kauft, brauchen wir nicht überreden, da kann man lieber 10 andere Figuren kaufen. Na, ist so. Ja, ist so. Ja. Hat sich gerade hier über die hat sich angeschaut, weil die fand er ja auch so nett. So, da kann man auch eine schöne Geschichte draus machen, haben wir auch drüber philosophiert. Über das Pop Racing war für mich Ben die Hure, aber egal, das Reiten da. Aber ist so. Ja, recht hast du. An sich könnte ich hier so riesige Flieger noch hinsetzen oder so. Also das Wohnzimmer kann wachsen. Also heute ist die erste Sendung, da sind einige Exponate hier schon stehend. Die man so in die Hand nehmen könnte, außer ihn jetzt, der ist ein bisschen zerbrechlich. Und wir könnten an sich wachsen, aber wir könnten jetzt so eine Lego-Geschichte hier hochziehen. Nein, das muss definitiv nicht sein. Nee, also wie bei den Filmen. Also ich bin definitiv einfach nicht für die Filme. Sehr gut, Filme, sehr gut. Ja. Bleiben wir. Also ich würde sagen, Filme und Sammler. Genau, hier, dann schicke ich dir mal ein und schicke dir auch ein. So, habt ihr schon mal Filme. So, cool. Ja, habt ihr recht? Ja, ja,
ihr wisst also, Geschenke gibt es auch zwischendurch, weil ein bisschen soll ja auch ein bisschen animiert werden, ihre Partkosten und so, dass ihr ein bisschen was rauskriegt. Ach, weil, also, ja, machen wir ja auch. Wie gesagt, aber man muss den Leuten ja erklären, dass niemals umsonst ist. So, weil die kommen nämlich dann 1000, 10.000, 20.000, 1 Million und wollen dann, nee, also geht nicht. Okay, soll eine lockere Runde werden und kommt mal eben mit, wir gehen mal eben ins Wohnzimmer. Kommt mal eben mit. So, wir sind aus dem Wohnzimmer raus, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Das ist eine wahnsinnige Sendung geworden heute, spontan. Er sagte auch schon, die Zeit ist weggefluxt. Ja. Er hat auch eine tolle Idee, ich soll den Starfighter auch nehmen. Den Fighter aufbauen hier aus der Black Serie 6 Inch, warum nicht? Dann lassen wir den hier rumfliegen. Kriegen wir hin, machen wir. Welche Idee habt ihr noch so? Ja. Ja, wir waren im Wohnzimmer, wir haben auch die anderen Sachen gemacht. Jetzt gehen wir, also wir sind jetzt schon auf dem Weg des Rausgehens und deswegen haben wir hier noch gesagt, können wir auch noch was, den machen wir weg. Ja, ich mache nicht weg, ist ja okay. Sonst regt sich der Klaus auf, weil er hat die original bestellt in Amerika bei Wicked Armor und er spart auch schon, er ist schon bei 997 Euro angekommen. Der ganze Rest, so, ich glaube der ganze Rest kommt hier so um die 3000 Euro, wenn er sich dann alles kauft. Ja, ja, er will haben, er hat auch Mr. Hunger, Nils hat er als komplett, aber irgendwie gefällt mir persönlich nicht böse sein, aber irgendwie komme ich damit nicht klar, weil das ist für mich, ich kenne ja nicht Old Republic, was soll ich bei Old Republic, wenn ich bei Hollywood bin. Also, deswegen kommt nicht, man kommt durcheinander. Das haben wir auch gemerkt im Wohnzimmer, wir wussten nicht, worüber soll man jetzt philosophieren. Wir haben uns geeinigt, wir bleiben beim Film. Ja. Film so wie er ist, wir sind ins Kino gegangen, als Jugendliche, 8, 9 und leider zu alt, aber egal. Und haben uns das dann angeguckt. So, und heute stehen wir hier in fast gleichem Alter. Ein bisschen älter, statt 8 und 7 und haben immer noch Spaß, wie ihr seht. Wir machen eine eigene Sendung, wir philosophieren, wir wissen wirklich darüber Bescheid. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen das, sondern wir wissen wirklich, er weiß auch, wirklich, wir gehen auch in die Szene und jeder weiß, welche Szene angesprochen wurde. Und wenn man die so auseinander nimmt, so Leib auseinander, Auge in Auge, da kommt man ja erst dahinter. Stopp mal, du hast doch recht, irgendwie passt das nicht. Irgendwie. Wenn man zu viel guckt, wenn man da zu viel sieht und dann alles gesehen hat, dann warum ist die Szene raus? Zum Beispiel bei E7. Die sind ja erst dahin geflogen. Die Szene ist doch gar nicht da. Die waren ja sofort da am Heulen, weil Solo da umgekippt ist. Ja, ist doch so. Und nachher heißt es, die sind erst dahin geflogen. Ja? Weil die Tür ging auf, der Schnee und so. Und das Schöne daran war, ich habe ja gedacht, er wäre ein Sanitäter. Nee, er sagt Sanitär. Das ist ein kleiner Unterschied. Kacke wegmachen oder Arme verbinden. Das ist ein Unterschied. Klofrau. Finn. Trotzdem weiß er alles. Ja, genau. Finn weiß alles. Er kennt sich sowas von. Ja, als Klomann kommst du ja auch überall rum. Ja, keiner hält dich fest. Sagt er ja auch. Er hätte da gefeuert. Ja, da gefeuert. Ne? Genau. Und Frage: Warum sehen wir keine anderen? Hast du schon mal auf irgendeinem imperialen Schiff einen Haushalter da gesehen, der am Waschen war oder den Putzeimer zur Seite genommen hat? Das hätte noch gefehlt bei Star Wars. Ja, Toiletten habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, genau, wie soll man auf Toiletten? Und gehen die Türen ab? Ist ja auch aufgefallen, wie die Türen zu, auf und zu gehen, aber so schnell kannst du gar nicht weglaufen. Ja, so bam, bam. Ne? Also die kommen ja regelrecht runtergeflogen, die gehen nicht zu. Die neuen gehen ja zu, die schachteln sich ja zu. Und die fielen ja runter. Ja. Ne? Also die alten. Ja, genau, die gehen wunderbar zu. Manchmal stimmt die Perspektive nicht, weil von der Perspektive müssen die noch durchpassen, aber nein, die bleiben dann stehen. Ja. Ja, außer Darth Vader, geht ja immer sehr langsam. Ja, doch. Also ich höre auch in keinem einzigen Star Wars Film, ich muss mal eben oder so. Ja, ich weiß, die Toilettenzähne, da wären wir auch geil. So eine Zeitung oder so. Ja, ich Stormtrooper muss erstmal eine ganze Rüstung dafür. Aber nur den an alle echten Stormtrooper, ihr wisst genau, dass ihr immer stehen müsst. Ihr habt noch nie gesessen, weil da gibt nämlich nichts zum Sitzen. Da hat nämlich einer mal vorgestellt, der hat eine Klappe eingebaut, damit sie endlich mal sitzen kann. Weil im Original kann man nicht sitzen. Ja. Ne? Nee, kannst nicht sitzen. Also, ich habe mir die Kluft mal angeguckt. Manchmal habe ich mich gefragt, was soll das? Unter uns, ehrlich. Das ist so rein Plastikgedöne da. Was soll das abhalten? Ja? Die jetzigen sehen ja nach was aus, wie du vorhin schon sagtest, sind umgearbeitet und werden also immer besser. Und bei Han Solo, sie sehen klasse aus. Ja? Also auch die Polizisten und so. Also hier mit diesem Graden
Also auch die Stormtrooper hier, beziehungsweise Short. Genau, Panzer, ein Hoover Tank Pilot, die haben ja wunderbare Uniformen und alles. Wie gesagt, hier sehen sie ja aus wie Enten, hat ja jeder gesagt. Ne? Nachher wurde das ein bisschen zurückgenommen. Die waren echten, auch die Snow waren viel besser bearbeitet mit den Ledermasken davor. Ich meine, wenn man aus dem Kino geht, erstmal geflasht ist und nachher vom Computer sitzt, dann ist man enttäuscht, weil plötzlich alles anders ist. Ja, dann liest man über die Figuren, dann liest man, das und das hat gefehlt, das ist nicht angekommen. Warum ist man eigentlich drin? In dem Film zu reden. Hast du die Bonus-Diskussion geguckt? Ja. Hm? Ist das dasselbe, was im Netz ist? Ich weiß. Vorlaschen und so? Ja. Ja, ist klar. Oder Modell hat auf jeden Fall. Reichlich klatschig. Ja. Ja, jetzt kein Los geklatscht. Urlaschen. Ja, wie soll ich sagen, Steelbook. Kauft mir jetzt Steelbook, um das später zu verkaufen, weil ich gehe ziemlich normal daran. Und nachher, wenn einer sagt, ah, Steelbook, kannst du nicht mehr gucken, da kostet dieser Film, Rogue One jetzt, 80 Euro als Steelbook. Ja, das meine ich damit. Ja? Ja? Nein, unter uns. Wir sind Sammler und was weiß ich. Muss das so sein, dass alles ultra teuer wird? Für mich sind das Püppchen. Seid mir nicht böse, das sind Püppchen. Ja, okay, die sind sehr schwer, weil die aus Metall sind. Aber jetzt unter uns. Ein Kind mit einer Maske. Du bist ein Kind mit einer Maske. Da hat er gesagt, okay, jetzt bin ich und schmeiße sie weg. Ne? Hat er auch weggehauen, das gute Stück. Muss aber verdammt viel Kraft gehabt haben, sehr viel Macht gehabt haben, die so zu zerpulvern, wie er sie zerpulvert hat, aber egal. Und dann kam ja die Szene, macht den Ding klar, wir fliegen los und dann kam er auch mit dem Finger, Alter, ruhig abdrücken können. Jetzt kommen wir nämlich zum Schluss, und zwar der Schluss von, genau, Mary Poppins, genau. Ja, Mary Poppins, ja, unsere Lea da, liegt da im Clinch mit dem Tode, da im Raumschiff, weit weg, ne, und zieht sie zurück. Ja, das hat ja, oha, das sag ich ja, Mary Poppins, das hat ja richtig Gas, also da haben die Hater aber so richtig losgelegt. Ja, ich fand's auch nicht, aber ich werde dadurch kein Hater, sondern sage, es ist so wie es ist. Was soll ich denn, machst du nichts? Ja, war das jetzt die Szene, dass sie an den Folgeschäden jetzt dadurch gestorben ist? Nein, sie überlebt ja. Ja, die hat ja gelebt. Die hat dem Po ja einen Betäubungsschuss da aufs Auge gehauen. Ja, aber sowas war, ne? Also, ja, da sind wir auch zum Schluss, da haben wir ja drüber geredet vorhin, dass, wie gesagt, reichlich viel von den Rebellen nicht übrig geblieben ist. Wenn man jetzt wirklich alles zerdeppern, damit man wirklich zum Schluss kommt, dass wirklich, weil Finn in einer Diskussion, so wie wir das jetzt hier machen, hat Finn ja auch gesagt, ja, da gibt eine Megaschlacht und Bang. Vielleicht war er ja auch bei Outer Rim oder war bei dem Film, der Outer Rim heißt. Der ist ja bei Detroit im Moment, die machen ja momentan auch andere Filme. So kann ja sein, dass im Interview dann irgendwie, weil er ist ja kein Star Wars wie die anderen, die waren ja nur Star Wars. Also 3 Jahre waren die am Set und dann haben die gearbeitet, man hat die ja kaum woanders gesehen. Oder auf der Bühne haben die gespielt oder so. So, das sind waschechte Schauspieler, die seit 8 Jahren erst im Arbeiten sind. Daisy hat sich auch erstmal fit gemacht. Ja, wurde dann fit gemacht. Und wie er schon sagte, das ist eine junge Frau, die alles weiß. Wo kommt die her? Ja, eine Schrotthändlerin geht wohl schlecht. Ein Schrotthändler, also ich habe auch keine Ahnung von allem. Das geht gar nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwie beamen oder Dinge zusammenbauen. An sich, jetzt fällt mir gerade eine Szene ein, die hauen uns wirklich alles kaputt. Denn die Endszene zwischen Kylo und Rey, wo sie das gute Ding, das gute Teil von Luke zerfetzt haben. Ist auch kaputt. So, das Schiff ist kaputt, die ganze Truppe ist kaputt, Rebellen hört man und sieht man keine. Ray. Ist die Resistance oder war das Rebellen jetzt? Resistance, ne? Also, ja genau, Poe Dameron spricht zwischendurch von Resistance. Also er spielt schon mal auf den nächsten Film an, der jetzt im Herbst kommt. Herbst ist nicht mehr lang, ein paar Monate haben wir Herbst. Wenn ich rausgehe, ist immer Herbst. Aber ist so. Ja, also Poe Dameron spricht von der Resistance. Jetzt stellt man uns seit gestern ja die Resistance vor. Dann weiß man nicht, ob das stimmt. Man spricht von Enemy.
der dafür zuständig ist. Er sagte ja, mein Vater, Flieger und so weiter. Daher kommt das. Das, ich meine, es ist eine wunderbare Story, die uns da erzählen. Die Wahrheit ist, könnte sein, dass es aus irgendeinem Anime-Film da wieder rausgenommen worden ist. Ja, ist so. Also ich würde mir wünschen, wie unser dahin läuft Battlefront als Film. So hätte ich mir das schon gewünscht. Kriege ich nicht, macht ja nichts. Aber ich darf es mir wünschen. Und Anime werden wir bekommen, das ist Zeichentrick. Wie gesagt, die Klonkrieger hatte ich ja damals als reinen Zeichentrick. Das ist ja er hier. Von der Zeichnung oder auch nicht wirklich. Ne, das ist Zeichentrick, so sahen die auch aus, so kantig. Ne, hier. So liefen die ja dann auch rum. Ne, da haben wir mal so eine Figur. Wie nennen sie die? Cartoon Network. Da gab es die Klonkrieger. Ja, da waren ja die Klonkrieger, richtig. Die waren ja am Rumrennen da. So den alten Filmstyle da. Ne. Ja, und jetzt, wie gesagt, Anime. Rebels war an sich eine gute Geschichte. Die haben die also. Okay, war für 7-Jährige und in Wirklichkeit haben auch wir das geguckt. Könnt ihr im Mai trotzdem bei Channel gucken. Ab 9. Mai kommt die letzte Sequenz von 4 Staffeln. Könnt ihr dann da in Ruhe gucken und zu Ende gucken. Wer nicht, der streamt oder besorgt sich das über YouTube. Aber bei YouTube ist mir aufgefallen, ist ziemlich merkwürdig zusammengeschnitten. Passt also nicht. Ja, das war es dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Wohnzimmer, ich bedanke mich für die Community, ich bedanke mich für den Besuch vor allen Dingen. Danke. So, und das hat richtig Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt mal ins Outback begeben und alles mal hier. Ja, ich gehe ins Jakku. Ja, ich bin niemand. Tschüss. Ciao. Ciao. Wir sind im Wohnzimmer, meine Freunde, wir haben Stellungswechsel gemacht. Wir sind also in einem riesen Wohnzimmer. Wir sind hier in der Community, Star Wars Community Wohnzimmer. Und wir haben uns zusammengesetzt durch Zufall. Das ist wirklich Zufall, ich hatte den Laden auf. Die hatten gesagt, ey, der hat ja auf, gehen wir mal rein. Ja, jetzt sitzen wir hier und reden über Star Wars. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Star Wars, die Truppe aus Leverkusen, aus Bottrop. Ich will, ihr müsst den sehen. Mich müsst ihr nicht sehen, mich kennt ihr schon. Ne? Ist klar. Wie gesagt, das Wohnzimmer ist klein, ein ziemlich kleines Wohnzimmer, da müssen wir mal gucken, wie wir die Kamera da reinkriegen und so weiter und so fort. Ja, wir haben über Battlefront gesprochen, wir haben über Star Wars allgemein gesprochen, Rebels gesprochen, wir haben jetzt auch mal eben kurz die Teile eingeblendet, haben uns hier im Fernseher da, wie gesagt, The Rebels uns angesehen. Wie befindet ihr Rebels? Ich finde es geil. Beide. Super. Ja, das Lustige an der Geschichte ist ja aber für 7-Jährige. Ne? Und wir gucken es dann an. Wir finden das toll. Die Erwachsenen ist. Ja, genau, die erwachsenen Jungs. Die Frauen, die denken sich auch, was machen die da? Aber ist halt so. Ne? Ja. Wie gesagt, wie findet ihr die Community? Also absolut. Ihr seid in vielen verschiedenen Foren, ihr bist auch bei den Verrückten, die nennen sich so. Naja, ich bin glaube ich in einer. Also die wurden auch im Detail, also ich bin auf jeden Fall in einer drin. Aber bekommen eigentlich nicht mehr so davon. Ja, bist du auch bei den Verrückten? Ja, bloß ich lese größtenteils nur mit und möchte einige Kommentare sehen. Ja, klar. Also, ne? Ist klar. Also, ihr seid hier willkommen hier, ich will ihn nicht verdecken, weil meine Gäste verdecke ich ungern. Ah, wie gesagt, ich fühle mich nicht so wichtig, ich bin hier nur in diesem komischen Stuhl da. Ist klar. Ziemlich gut. Ja, im Wohnzimmer, locker Walker, ja. Mit Käffchen drin, also ich hätte jetzt noch Käffchen. Wir wollen uns nochmal über Karstadt. Ja, wir haben hier so viel neben der Kamera gesprochen und im Neckarplatz und so. Nee, wir wollten uns über Star Wars unterhalten und Star Wars macht tierisch viel Spaß. Er sammelt. Meiner einer verkauft er zu billig, die lachen sich immer kaputt, aber da muss ich durch. Ich werde die Preise nicht erhöhen. Nee, mach ich nicht. Ja, nix, ihr könnt vorbeikommen, ihr wisst Bescheid. Weil viele fragen ja auch, wie, du hast einen Shop. Ich will den Shop gar nicht so nach vorne, das seht ihr ja selber, das ist an sich eine Produktionsstätte. Und die anderen Sachen sind um die Karte, die machen ja auch viel Spaß. Wie könnten wir das Wohnzimmer jetzt allen klar machen, die Lust und Laune haben, daraus mal ein Riesenwohnzimmer zu machen? So wie in allen Zeiten, okay, wenn in alle 1000 kommen, wird das Wohnzimmer eng. Aber ist klar. Schön eng. Ja, aber müsst ihr doch mal eins bauen oder so? Ja, muckelig. Ja, genau, ist jetzt schon muckelig. Fangen ja zu schwitzen, aber egal. Ja, also Star Wars. Star Wars ist eine unheimlich tolle Geschichte, verbindet, sonst würden wir hier nicht sitzen. So sicher. Ja?
und wenn ich ehrlich bin, schon so lange. 41 Jahre. 41 Jahre geteilt durch 3. Das darf man nicht vergessen. Wir tun alle immer so, wir tun immer alle so, das ist so, das wäre so, das stimmt ja gar nicht. Wir sind alle 3 Jahre, sind wir aufgewühlt worden, immer kommt ein neuer Film. So, wenn wir ehrlich sind, wir haben noch niemals Werbung gesehen. Oder hast du schon mal eine Werbung von Han Solo jetzt im Fernsehen gesehen? Nein, noch nicht. Nur auf Computer haben wir keine Schule. Ja, richtig, genau. Und du musst ja auch davon ausgehen, von Episode 4, 5 und 6 bis zur Episode 1, 2, 3. Da war ja schon ein großer Zeitraum. Ja, alle 3 Jahre, 79, 83, etc. pp. So, und dann war erstmal gar nichts. Richtig. Und wie dann der Knaller kam, 1999, jetzt kommt wieder was. Wieder eine Trilogie, boah, da ging es ja richtig zur Sache. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da war überhaupt kein einziger, der enttäuscht war. Also ich habe keinen um mich herum gehabt, der enttäuscht war. Also, nee. Also, ich war ja auch wirklich... mit dem zufrieden, was neu war. Ja, aber ja. Jetzt, so im Nachhinein, komm, hast du viel gelacht und dann gab es den Judge Binks Hate. Mhm. Und wie den gab, wenn man den gab es da, ey, zu kochen, zu bracken, zu futtern. Ich fand den cool, den Judge. Ja, aber ja, ist halt so. Also sagen wir mal so, 1999 kam das Internet für alle. 95 auf der CeBIT haben wir das alles vorgestellt, das Web-TV, um Fernsehen zu machen, so wie das jetzt hier als Sendung, wollten wir ja neuartige Sendungen machen. So, jetzt auch gibt es ja YouTuber, mittlerweile auch fett im Geschäft, also auf Deutsch gesagt, alles fett im Geschäft. Star Wars ist jetzt fett im Geschäft, Disney ist nun mal fett im Geschäft und jetzt die neuen Sachen wie Renaissance, mittlerweile kann ich es aussprechen, wie als Serie und da steht auch drin, wenn man es übersetzt, soll für alle sein. Nur nicht alle mögen Manga. Das stimmt. So, wir haben ja, wie gesagt, wir beide haben uns den einen Manga-Film in der Aufbearbeitung ja angeschaut, das sah ja auch gut aus, weil wir Manga mögen, so einigermaßen. So. Ja, gut, als Japaner sollte man davon ausgehen, dass ich es nein, das ist richtig, genau. Ja, ein Japaner und 2 Deutsche, so sieht's aus, aber tolles Verhältnis hier, aber ehrlich. Nein, wirklich kein Italiener, hahaha. Ha, ha. Ein Italiener, ein Japaner und ein Deutscher, ha! Aber ja, egal. Ja, weil wir sind alle immigriert hier. Ja. Genau, das ist Star Wars, genau, wir müssen jetzt Star Wars auch integrieren. Wo rein integrieren wir in Sci-Fi, Fantasy, Universal of Star Wars? Da wird es integriert. Und ich fand es vorhin stark, wie wir da gesessen haben und uns unterhalten haben, das, wie du auch schon sagtest, raus und du auch, weil du ja den 4. Teil da schon gesehen hattest, mit den Wölfen und so. An sich, wenn ich jetzt so in deinem Hintergrund die Figuren da so sehe, Poe Dameron und das Ganze, und wenn ich sehe, dass der Schauspieler gefragt hat, du kannst mich nicht länger rein, weil der ist gewohnt, nicht lange da zu sein. Der Poe Dameron Darsteller da, der ist immer ziemlich schnell verstorben in dem Film, wenn du den mal gesehen hast. So, und jetzt, wie gesagt, wir können jetzt wirklich richtig springen. Wir können jetzt wirklich von 1 zu 3, 3a, schnell zu 4, 5, 6, 7 Cut, sozusagen was Neues, kein Sith mehr, kein Jedi mehr. Ziemlich gemütlich das Ganze, ja, durch Rey und deswegen kam der auch so gut an. E8, haben alle gedacht, ging ja gar nicht, weil JJ hat es ja nicht gemacht. So, der andere hat zwar angefangen, stimmt ja gar nicht. Der ist ja woanders reingesprungen, ist nachher wie Finn, das fand ich jetzt auch, ist ja euch das nicht aufgefallen bei Finn? Finn ist doch ziemlich schwer verletzt worden. Ja. So, laut Vorgeschichte hat man ihm doch vieles da eingebaut und so weiter. So, wie kann er dann von der einen da in den, so weggehauen werden? Wenn die Wirbelsäule ja wieder platt, oder wie konnte er da ohne Aufsicht da rumrennen? So, deswegen verstehe ich einige Hater, die dann sagen, ey BB, bist du durchgeknallt? Weil er sagte, wie Finn, Wasser, was ist das denn? Ey? Das sind so Sachen, wo man dann nachdenkt, stopp mal, wo hat BB-8 die Informationen, bitte schön? Ja. Ist ja nichts so angeschlossen, ist das fernmündlich oder was? Nein, er konnte ihn ja sehen, wie er da rumlief. Aber das war ja plötzlich in so einem Gang. Also daher. Weil die sind doch gerade gelandet. Die waren dann nochmal gelandet. Okay, die Kameraarbeit war da. Deswegen kam ich jetzt als Kameramann nicht klar damit. Die kommt ja noch, weil ich die anderen Einstellungen da gesehen habe. Die Einstellungen wieder rauskam. Da habe ich auch gesagt, was ist denn da los? Aber egal. Kann es vielleicht sein, dass es zu viel Komik war? Punkt.
Ja? Po fliegt hin und sagt, ey, Hax. Hax. Macht er da, sagen wir mal, war ja nur so schlecht. Ja? Wie er schon sagte vorhin, jeder versteht BB-8, jeder versteht, Ray, Entschuldigung, nicht jeder. Ja. Also Ray versteht und so weiter. Und wie du auch sagtest, dann kann so, wie die kam, wie dann gesagt wurde, komisch. Ihr versteht ihn? Ja? Ja. Ja? Ja, ist er so. Ja? Also ist schon so eine Sache. Jetzt, wo Han Solo mit ihm spricht auf der Brücke, ihn dann fragt und nachher auch fragt, wie alt bist du? 190? Ja. Ne? Und all solche Sachen. Wir werden momentan sehen wir ja, wie ihr schon sagt, in den amerikanischen Sachen, ganz andere Sachen, die wir nachher im Film wirklich sehen. Das ist der Schnitt ja meistens ganz anders. Und lustigste gestern war die Cara, die spielt ja auch mit. Also fand ich schon stark, dass viele gar nicht wissen, was da auf sie zukommt oder sich damit nicht so befasst haben, so wie wir uns jetzt hier im Wohnzimmer befassen. Und darüber philosophieren, was Star Wars macht oder was Star Wars nicht macht. Aber das Problem für mich ist, ich kenne alles. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles zusammensetzen soll. Nur ein neuer Order, da komme ich irgendwie nicht mit klar, weil ich kenne Roger. Für mich waren das die lustigsten Roboter oder die wirklich, das war letztlich komisch schlechthin. Die mussten immer Roger sagen. Yeah. Ja, und dann kamen, wie gesagt, die Klonkrieger, alle sahen gleich aus. Ich spiele ja, wie gesagt, den Captain Rex, weil das passt irgendwie so zu mir. Ne? Und jetzt auf einmal hast du Menschen, die geklaut wurden. Ja, irgendwas stimmt doch. Das sind ja Kinder, die irgendwie entführt wurden und dann ausgebildet wurden, Gehirnwäsche bekommen haben. Das sind keine Klone, das sind echte Menschen. Ja, das ist ja. Ja, dann halte ich wieder, oder? So leicht würde ich mal sagen. Ja, dann fällt mir nur gerade auf. Das macht dann Spaß am Wohnzimmer. Dann fällt nämlich auf, weil wir uns endlich mal unterhalten können und feststellen, hör mal, irgendwie komme ich damit nicht klar. Wo kommt denn der her? Ich meine, die sehen auch aus wie Rabadak, ja, mit diesen Uniformen da, der sind ich. Aber bei den B8 sieht es besser aus. Die haben dann auch diesen spitzen Mund bekommen, wie... Ja, die eingestellt. Ja, richtig, genau. Sehen jetzt wieder ein bisschen böser aus. Ja. Nicht wie Donald Duck, wie jeder oft gesagt wurde, als iPhones im Sturm. So ist es jetzt. Und Disney immer damit verglichen wurde, dass es jetzt sehr Donald Duck war. Ja, richtig, genau. Also sagen wir mal so, hier müsste jetzt die Mickey Maus herlaufen, dann wäre alles in trockenen Tüchern. Ne? Ist doch so. Da fehlt wirklich nur die Mausköpfe fehlen hier. Dann hätten wir jetzt Disney Live. Ne? Aber wie gesagt, das fällt mir gerade auf. Das macht ja Spaß, wenn man sich live trifft, live sieht und dann darüber spricht und feststellt, irgendwie hast du recht, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Nee. Weil viele haben auch einen anderen Blickwinkel oder haben mehr Hintergrundwissen, weil sie dann in Europe sitzen. Und wo ich, Europe kenne ich jetzt nicht so, das ist für mich nicht, für mich ist Hollywood da Kanon, ne? Wie du schon sagst, wir sind alle mit vier groß geworden. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, zuerst wussten wir doch alles, wir haben es geguckt und haben es nicht begriffen, wieso vier, ne? Wieso vier, wieso fünf, wieso sechs, ne? Ja. Wir sind erstmal geeicht worden auf das deutsche Krieg des Sterns. Ja. So, dann haben wir irgendwie die Sachen, und wenn ich heute sehe, mit YouTube, dazu hatte ich doch gar nicht die Mittel, in ein amerikanisches Forum rein, amerikanische Sendung zu sehen, dass George Lucas da eine Fernsehsendung hatte, die gefloppt ist. Ja? Ich weiß nur die Wahrheit, dass die Schauspieler auch selber nicht so viel, auch Mark Hamill in anderen Sachen unterwegs war, dass Carrie Fisher gar nicht unbedingt wollte, dass sie immer Leia, ja? Die Wahrheit der Wahrheit, also den Hintergrund sozusagen, Film ist Film, Realität ist Realität. So, und die Rey gab ja auch zu, dass sie überhaupt gar nicht wusste, was Star Wars ist. Die ist ja erst seit 8 Jahren als Schauspielerin, ja. Und jetzt ist er auch einmal gehypt und hat jetzt auch schon gesagt, dass sie demnächst nicht mehr dabei sein wird. Also, ja oder nein, nicht. Ne? David auch, der hat ja auch geschrieben, dass er Sachen gedreht hat. Jetzt hat er ja, die haben viele Sachen gemacht, um auch am Leben zu bleiben, ihre Miete zu zahlen. Ja, das ist ja die Wahrheit eines Schauspielers. So, und wenn wir jetzt diese Schauspieler in den sogenannten Himmel heben, dann driftet doch Star Trek auseinander, oder nicht? Es ist Star Trek, ich muss nicht die ganzen Punkte hier drehen. Ja, das ist mein Star Wars, ey.
Nein, das ist ja dumm, wenn ich ja auf so ein Skript gucke. Da. Das ist nicht da plus wie so ein Star Trek. Da. Ist klar, nein. Also Star Wars bleibt nicht. Mich dürft ihr nicht so ernst nehmen. Okay, ich habe genug moderiert hier. Erzähl mal was. Erzähl mal was. Ja, das ist das Wohnzimmer. Erzähl mal was. Erzähl mal was, ja. Also, wie du schon sagtest, wir sind ja mit der eigentlichen Fassung Richter Sterne groß geworden. Und damals gab es ja nicht so viele Infos über einen Film. Du musstest ja echt die Bravo kaufen oder die Cinema. Um dann. Wisst ihr überhaupt noch, was eine Bravo war? Die gibt es doch immer, oder? Die immer, ja, ne? Sicher. Apropos ORF, also die habt ihr schon gemerkt, auch die an sich mal. Offizieller Star Wars sich nannten, auch Magazin, die gibt es gar nicht mehr. Nee. Nein, die gehören jetzt über Panini, werden die vertrieben und heißen Panini. Andere. Ja, ja, die heißen andere. Also deswegen, da, also Disney, also ich habe Disney gefragt, die unterstützen nicht, ist nicht. Auch die Sendung nicht. Die Sendung ist also frei, wir sind wirklich freie, wir haben mit Disney nichts am Hut und so weiter, muss ich nur gesagt haben. Also, wie gesagt, hier, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich diesen Beruf nicht gehabt hätte, hätte ich gar keine Informationen darüber. Wenn ich nur Kino bin, was wenn du dir und Till, ja, Polo bist schon, und seit, sagen wir mal so, durch Internet und durch die Freischaltung, weil wirklich jeder Smartphone und so weiter, wir bekommen jetzt so viele Hintergründe. Deswegen muss man forschen, ob diese Hintergründe überhaupt stimmen. Ja, du schaust immer nach Lego, ob das alles so stimmt und alles was. Und du halt auch. Und ich ja sowieso. Und dass man manchmal nur, sagen wir mal, Star Trek, Star Wars sagt, ist, wie ich vorhin schon sagte, da war die Kamera aus, dass da wie gesagt Leute sind, wie macht JJ, macht er alles? Ne? Macht er alles? Ja? Es gibt ja, ne, es gibt auch welche in der Gruppe, die basteln auch beides zusammen. Ja? Die lassen also Darth Vader auf der Brücke von Kirk auftreten. Also ihr merkt, Vielfalt, also wir haben uns spontan getroffen, wir wissen noch nicht, wie wir das Wohnzimmer hochfahren, weil wir arbeiten heute hier nicht mit Script, da haben wir keinen Bock mehr. Ja, ich hab den Text vergessen. Ja, du scheiße, ich hab den Text vergessen, ja, da wolltest du mal gesagt haben, dein Schild, Gott. Ist mir wohl von, also Wohnzimmer ist locker, wir sind jetzt im Internet, ne? Nur live, wir sehen uns. Ja. Das ist eine Tolle, ey. Schreib mal einen Kommentar drüber. Tipp mal was. Ja, irgendwann werden die Kinder zusammen. Wenn Kinder sich so zusammensetzen, wie wir uns zusammensetzen, in ein Wohnzimmer live und gucken und machen und tun, dann sagt der eine, schreib mal einen Text drüber oder so. Ne? Oder hast ein Buch in der Hand, aber das scrollt ja gar nicht. Ne? Das Bild wird nicht größer. Ja, genau, bis am Ziehen, ne? Wird nicht größer, ich kann nicht da rein. Was ist das denn? Also wird die Zukunft sein. Okay, Schnitt. Wir bleiben bei Star Wars. Nee, wir werden auch kein Trecker holen. Nee, ist nicht. Nee. Ich bin ein Star-Trecker. Nee, ist klar. Ja. So, also wie gesagt, ihr seid dran, nicht ich. Ich habe jetzt genug gesprochen. Na gut. Wo war das? Trip war auch. Ja, um nochmal auf zurückzukommen, die Sturmtruppler waren ja auch letztendlich keine Kanone. Das darf man nicht vergessen. Richtig, genau. Das wurde damals ja auch schon, wahrscheinlich auch schon damals. Die Kinder geklaut. Hat laut Film wurde ja von der Familie geklaut. Wo ist dann plötzlich die Theorie gab, dass er ja der Sohn von Anakin wäre? Das sind also wie gesagt Fans, die gerne selber dramaturgische Sachen schreiben, aber Hollywood sagt schön für dich, aber ist er nicht. Wir dürfen, also auf eine Art finde ich das ja stark, dass es gemacht wird. So, die beiden können sich sehen. Die beiden können sich unterhalten, sie schwirren da in der Macht herum, ja, sitzen am Lagerfeuer, Luke kommt rein und schreit da rum, hat die dann auch gesehen, er hat ihn nicht gesehen, sie sieht alles, er sieht so gut wie gar nichts, wundert sich, dass er nass ist, ne? Ja. Und all solche Sachen. Wie gesagt, er hat also Luke nicht gefunden, überhaupt nicht. Auch Snoke nicht. Und ob Snoke jetzt wirklich war, die Signatur gesetzt hat, dass die beiden sich da in ihrer Macht zusammenkommen, weiß man auch nicht. Kann auch nicht mehr sein. Nee, deswegen, also er saß ja wirklich da und hat ja wirklich, er saß im Sessel und hat ja wirklich die Rey sozusagen in der Macht angebeamt. Ja, und sie hat sich dann umgedreht und hat ihn ja sofort erschossen, er hat es ja auch gemerkt. Na, und sagt er mal, was ist das denn? Ja, ist ja so.
Und, ja, ja, ich meine, da sind wir wieder bei der Slapstick-Komik, auch die, die Wächterin da, fand ich auch stark, wie die da herfahren. Und also ihr merkt schon, wir hatten sehr viel Spaß. Und hatten mit Star Wars nichts zu tun. Nicht wirklich. Also S8 hatte ich schon, ist 100% Rian Johnson. Ja? Definitiv. Definitiv seine Idee. Und wie Carrie Fisher gesagt hat, Rian Johnson ist ein Arschloch. Und der hat ja auch schon gesagt, dass George Lucas ein Arschloch ist. Ja, richtig. Ja. Also vielleicht wollte sie das einfach immer runterbringen. Im Vergleich. Wie hart die sind, nämlich die weißen Herren am Set. Und das soll nämlich zu Ende sein. Die weißen Herren am Set, die das Sagen haben, mit der wir schon wieder geheißen haben, nein, ist nicht mehr. Jetzt sind 50% schon Frauen. Mhm. Kathleen Kennedy hat das Sagen. Ein Co-Kameramann ist jetzt auch da und so weiter. Und die hat ja auch gewisse Serien schon gedreht. Das soll auf eine Art uns egal sein. Nur die Frage lautet jetzt, was hätten wir gern von Star Wars? Lass laufen. Was laufen, weil wir früher haben laufen lassen und haben uns einfach nur unterhalten. Wir haben jetzt nicht so ein Hate, wir haben uns auch nicht festgebissen, wir haben auch keinen nicht gemocht, sondern alle. So. Ne? Und heute wird zum Beispiel die Szene des fast Nacktseins, weil hat nur noch dieses Kostüm, gehen wir auch Cosplay, du siehst nur dieses Kostüm, dieses biedere Leia-Kostüm da mit dem Bömmelken da. Deswegen sagte sie ja, ich habe eine neue Frisur. Ich meine, ja, das sind einfach diese Sachen, ja, ey, man schmunzelt drüber oder. Ja, ich meine, ich fand beim ersten Mal schauen, also fand ich das lustig, wie er den Hux im Grunde genommen verarscht. Ja, klar. Ja. Und dann jetzt, als der letzte Spruch war, es geht um seine Mutter. Ja, jetzt hätte nur noch gefehlt. Irgendwas, diese Mutterwitze. Ja, richtig, ja, genau. Ja, gut, aber. Da hat aber ein Popar gemacht, der hat Leia gesagt, der hat nicht General Leia gesagt. Ne? General Leia hätte gesagt, das wäre an sich im Monolog oder Dialog, wäre das vorgekommen. Er sagt aber Leia. Leia hat gesagt, ne? Ja. Ich meine, unter uns, der hat eine ganze Flotte vor Hals. Der hat reichlich viele Menschen vor Hals. Ne? Aber so. Aber und dafür hat er nur eine Lasche gekriegt. Wenn der Bonusmaterial sind, dann hat er 40 Mann. Ja, aber. Ja. Ne? Aber Outtakes sind immer die besten. Was wollte ich sagen? Also wie gesagt, sie hat ja recht, was für ein Sieg unter uns, was war das für ein Sieg? Alle, du verheizt alle für einen so einen Sternkreuzer und jetzt kommt der Hammer. Das Wahnsinnsteil von Snow. Bruch, zig Kilometer lang. Ja? Wird nachher gerammt und wird geteilt in einem. Genau, Ruhe. Total. Und im Kino schrien alle, Film kaputt, da ist der Tod kaputt. Ehrlich, wir haben die dramaturgische, nicht, deswegen sehe ich den Film so gerne zu Hause in Ruhe und merke dann die Stille. So, aber unter uns, es gibt ja zwei Szenen. Bei Rogue One wurde ja der eine genommen, der da reinfliegt und ihn dann runterdrückt. Und hier sozusagen sie sich opfert, reindüst und so ein halbwegs zerwirstet das Ganze. War ja, ne? Aber... Wobei ich nicht verstanden habe, dass die ganzen kleinen Sternzerstörer mit kaputt gegangen sind. Weil er sah ja so aus, als ob die wirklich gezielt dann auch. Ne? Also das. Genau, sollen wir Filmkritik üben? Filmkritik so richtig reiner? Oder sollen wir global uns auseinandersetzen? So einfach nur Film. So, darauf wollte ich jetzt hinaus. Film ist für mich Film und den sehe ich. Und wenn der mir Spaß macht, ey, hast du das gesehen? Du hast ja gesehen, wie der das gemacht hat. Weißt du, guck mal, wie der Film ausgesehen hat. Guck mal, der hätte einen Freischwimmer machen können. Ja. Oder, so, das mag ich. Ja, das mag ich nicht jetzt so haten, sich outen. Wir kennen es da auch. Wirklich von A bis Z. Also, muss ich dabei sein. So, aber was bringt man jetzt in ein Wohnzimmer? Was bringt man gestaltungsmäßig für den Zuschauer? Dass der Lust hat, sich dieses Wohnzimmer anzuschauen, live dabei zu sein und so weiter und so fort. Also eine Macht ist ja eine Menge, die man machen kann. Also ich bin ein Typ, der, wie gesagt, nur den Film mag, da darf kein Fehler drin sein, also Schnittfehler oder irgendwie ein Mikroskop, irgendwas, das ist Käse, das bringt nichts, sondern Unterhaltung. Ihr merkt, es hat mich sehr unterhalten. Ich habe noch nie einen Film wie E.A.F. wirklich bis zum Erbrechen gesehen. Ich habe nicht gezählt, wirklich. Ich habe nicht gezählt, ich habe nur einen Knopf gedrückt, weiterlaufen. Ja, okay, im Wohnzimmer stehst du ja auf, machst da, den guckst du ja, wie gesagt, nur einmal.
richtig an, ohne Bewegung, stockstarr im Kino. Ja, ja, das stimmt. Ja, und zu Hause spulst du, willst du ein bisschen mitreden. Was redet der denn? Was hat der denn da gesehen? Weiß ich gar nicht, wo hat er denn das gesehen? Weißt du, dann, ja, du im Internet, du liest da was, ja, dann spulst du und guckst. Du hast ja auch einige Fans, die rupfen den Film komplett auseinander. Die sagen, ja, da war der Fehler, da war dort Fehler. Ich selber achte da so gar nicht drauf. Seid ihr beruflich unterwegs oder seid ihr Fans? Oh ja. Ja, ist ja so. Also wenn ich was auseinander, beruflich auseinandernehme, dann nehme ich den auseinander, um den nachzudrehen. Oder überhaupt einen Drehbrief, oder den Drehbrief sozusagen, die Dramaturgie zu wissen, wie haben wir, weil du brauchst ja ein Scriptboard und alles. Das hast du ja alles gar nicht. So, du weißt auch gar nicht, wie die Kamera gefahren ist. Mir ist aufgefallen, dass nicht viel damit gearbeitet wird. Wisst ihr noch früher, diese Töne, da kam Musik. Und dann sagen wir mal, fuhr der hier so hoch. Also kam ein anderes Bild. Dieser Schnitt. Ja. So, das fehlt ja. Hier war ja nur so ein Schnitt. Da ja, von Aschen. Ja, gut. Das war ja so C3PO hochgenommen wird. In der Wüste. Und dann richtig. Und wobei, da gab es ja schon diese Szene mit dem Bügeleisen. Das war ja schon so ein bisschen. Da musste ich lachen. Da war ich irritiert. Nein, wirklich. Ist Boba Fett da? Nee, also die Kameraführung von unten nach oben, ja. Erst sah man, dass da gearbeitet wird, automatisiert gearbeitet wird, ist richtig. Aber weil im rechten Range, da das ankam, das so ein bisschen ähnlich sah aus wie ein Bügeleisen, das Raumschiff. Also, ich meine, ja, warum hat er das gemacht? Das weiß ich bis heute nicht, warum Johnson das so wollte. Ja. Spaßig? Soll Star Wars rein spaßig werden? Oder? Ich hoffe nicht. Also ich wünsche mir schon wieder jetzt bei Episode 9, was jetzt wirklich, weiß ich nicht, wie Jar Jar Abrams das jetzt machen will, von dieser Mega-Komik, die Rian Johnson in diese E8-Geschichte, was ja Episode 5, das Imperium schlägt zurück, was einer immer noch einer der Lieblingsfilme ist, und bleiben wird. Wie, weil diese Trilogie lebt ja davon, dass es ein komplettes ist. So. Und jetzt kommt E7, wo wirklich nicht so viel gute Sprüche dabei waren, so wie bei Krieg der Sterne damals. Da war wirklich alles ausgeglichen mit Action und lustigen Sachen. Und jetzt diese mega vollgepackte E8, ja, Slapstick-Nummern. Fällt es mir schwer, auch die First Order wirklich ernst zu nehmen. Und gut, ja. Im Grunde hat Rian Johnson viele Figuren, die Jar Jar Abrams wirklich erfunden hat, reingebracht hat. Phasma. Ausgehauen. Alles. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist durch E8 alles terminiert worden. Ja. Erstens die ganzen Bomber weg, komplett. Ja. Dann wurde gefunkt. Kein Echo, gibt noch nimmer mehr Rebellen. Und wenn wir uns E7 angucken, wurden ja reichlich Planeten weggehauen. Naja. Viele, viele, viele Menschen, also ne? Viele, viele Wesen wurden da weggehauen mit einem Schlag. Ja? Es war schön und gut, Starkiller. Ja? Starkiller war ja mal angesagt. Star Wars, Starkiller und was weiß ich nicht. Also der sollte ja auch Starkiller heißen und nicht Skywalker. Da die ja nicht viel gesprochen haben, brauchten die nicht umdrehen. Deswegen lief ja auch alles weiter. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist eine Menge weg. Ja, das stimmt. Ja, also. Dann ist das ja jetzt nur eine Handvoll. Ja. Poe Dameron, Leia nicht mehr. Und die paar, die übrig geblieben sind. Genau. Und die, weiß ich nicht, wie bei Rebels ein paar Überbleibsel, ja, die versuchen, sag ich mal, damals dem Imperium der First Order einen Boss zu wischen, indem sie was klauen oder sonst was. Obwohl bei Rebels ist eine ganze Nation übrig geblieben. Ne? Ja, ja. Kleiner, die Dinge ist, nur die Jedi sind halt. Die Jedi sind ausgesprochen. Aber der Rest ist ja da. Die haben auch der Rebell, der mal dort gearbeitet und jetzt für die, sind ja, haben Freundschaften geschlossen, wie du vorhin gesagt hast, die Wölfe. Ja. So, die Frage lautet natürlich, deswegen sage ich ja, an sich müsste man mittlerweile alles sehen. Ich habe hier etliche Kunden, die sagen, was soll ich überhaupt zuerst gucken?
Ja, sag ich, wie willst du jetzt herangehen? Wie willst du jetzt an Star Wars herangehen, um es verstehen zu wollen? Fan ist ja schön und gut, du kaufst ja. Da, erfreust dich und bastelst. Ich habe also richtige Leute, die Diagramme bauen, die also kaum Zeit haben, die sehr viel arbeiten, die arbeiten am Düsseldorfer Flughafen, haben also Schichtdienste und so. Ja. Die kommen hier kurz rein, immer hast nicht, brauch was. Und dann hauen die wieder ab und dann kriege ich ein paar Bilder. Ich habe auch gesagt, wegen der Sendung, ja, dann stelle ich dir ein paar Sachen zur Verfügung, weil ich erfreue mich dann auch schon, wenn sie mir die Sachen hier zur Verfügung stellen, die ich dann ausstellen kann, diese Dioramen und so. Aber wie gesagt, die haben kaum Zeit. So, die arbeiten für sich. Sitzen in ihrem Kämmerlein wie früher die Eisenbahn. Ja, früher hast du die Eisenbahn geläutet, dann haben wir uns über Eisenbahn unterhalten, heute bleiben wir Star Wars und bleiben auch bei Star Wars. So, wir haben Künstler, die viele Unikate gemacht haben, die habt ihr auch schon gesehen, die hängen ja hier auch überall. Und das ist halt, jeder geht mit Star Wars anders um. So, aber die Hardcore-Fans, da zählen wir uns jetzt nicht zu, wir sind die Normal-Fans, also wir sind jetzt keine Hardcore. Nein. Also, sehr, also, ist so ein reiner Fan. Ja, richtig. Ja. Darum geht's mir. Filmfans. Deswegen geht's uns, deswegen mögen wir uns auch. Also, weil nee, hab ich schon von vornherein gemerkt, wir lieben Film. Wir lieben Film. Wie ist der Film? Was bringt mir der Film? Hat der Film mich unterhalten? Und da E8 kein Film für mich ist, wo ich sitzen muss, sondern dass der mich unterhält, läuft der ständig. Egal wo, auf Mattscheibe oder große Scheibe, kleine Scheibe, egal wo. Und durch YouTube zugeschaltet. Das ist da, ich bin ein Fan von Filmen, das Filme selber machen. Und deswegen sage ich ja, wenn ihr Zeit habt, schaut euch diese Battlefront an, wie die das gemacht haben. Es spielt zwar auch eine Frau wieder eine Hauptrolle. Ja, es ist Disney. Obwohl es ist nicht Disney. Amerika, ich habe mich da erkundigt, nee, Disney ist nur der Geldgeber. Da muss alles stimmen, man muss da was vorlegen, und mal das und das mache ich, das wird das und das bringen. Bist damit einverstanden. So. Und die müssen das dann ihren Aktionären verkaufen. Ja, und deswegen hat das so ein bisschen gerappelt da mit 8. Also 8 ist ein bisschen, muss ich ehrlich sein, im Verhältnis des Verbrauchers angekommen. Und, aber für die, die das gemacht haben, da war, also die fanden das ja nicht so lustig, aber egal. So, aber wie gesagt, Han Solo soll mindestens, sage ich mal, 1-1 einbringen, bestimmt. 2-2 hat E7 eingebracht, E8 weiß ich jetzt gar nicht, so, ja, so eine ganz knappe 2 oder sowas. Oder 1-1 auch, ja. 1-1 oder? Ja, von Rogue One spricht überhaupt keiner mehr, nur weil alle verstorben sind? Nee. Also, für mich ist einer der wichtigsten Filme überhaupt, um in 4 reinzurutschen. Ja, das stimmt. Ich sag mal, das war ein Extended Pack. Aber wie? Aber das passte ja wirklich so, wie zum Beispiel jetzt nach EP3 auf EP4 zu gehen. Da fehlte mir einfach zu viel. So, und Rogue One ist wirklich eine Auffrischung von EP4. Also das ist die. Da bringt sie mir. Du hast vollkommen recht, denn 3, 4 und 5, wir waren alle so in unserem Alter. So, es waren gestandene Leute, Darth Vader war auch schon richtig, er hat auch nicht lange überlebt, weil sein Sohn ihn platt gemacht. Ja, ne? So, er wurde schon wieder, er wurde also ruhiger, er kam wieder zurück zu Anakin, er wurde wieder Anakin, ne? So, und jetzt durch 1, 2 und 3, andere Schauspieler, auch anderer, wie du vorhin sagtest, mach aus ihnen so ein Geistwesen. Ja. Ne? Die ganzen Geistwesen, die dann plötzlich anders waren, andere Schauspieler da gestanden haben, ja. An sich, darum geht es mir, sollten wir uns nicht bei Star Wars an die Schauspieler halten. Es sollten neutral für uns sein. Deswegen mag ich Rogue One, es ist neutral, es sind neutrale Leute, sie sind nicht, das ist, da war Mr. D, also das war ein Kung-Fu-Darsteller, der eine eigene Serie, ja. Sondern ich habe den dann einfach nur genommen, so wie er darstellt, ich bin die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht. Fand ich toll, fand ich irgendwie so ruhig. Ne? Darum. Rogue One ist für mich Star Wars, ehrlich. Das war wirklich einer der Filme, die mich wirklich so richtig nochmal von Hocker gehauen haben. Wobei ich am Anfang so ein bisschen skeptisch war, wollte ich jetzt nicht sagen. Ich meine, der erste Trailer, wo ich da wirklich da gesessen habe, wieder, was hier, Tees. Die laufen da und das ist Action. Ja, was für mich Star Wars auch noch definitiv eigentlich um die Action. Ja. Die Story
klar, kann man irgendwann mal hinterfragen, aber für mich waren erstmal die Bilder, also die Schlachten, Raumschiffe etc. pp. Also wirklich das, was mich, was mir Star Wars bringt. Deswegen bin ich auch von EP8, EP7, finde ich die gut, weil so man, ja gut, Kanto bei zum Beispiel, hätte man das so machen müssen oder nicht, steht man dahingestellt. Weil diese Casino-Leute hier mit Frack und keine Ahnung, ja, einfach passte mir, das sollte ja Monte Carlo sein, keine Ahnung, die reichen Leute, die durch Waffenhandel quasi reich geworden sind, was man ja später erfahren hat. Da ist ja wohl die beste Sache, und da hole ich den Kandidaten hier unter anderem weiter, ich verschwinde mal hier aus dem Range, da fällt mir nämlich gerade was zu ein, da bringe ich mal irgendjemanden. Okay. Du warst auch das Jahr. Ja, du bist ins Wort gefallen. Ja, macht ja nichts. Ich meine, da ist er. Und ja. Zwar der Typ hier. Huch. Warte, der Fernseher ist umgekehrt. Das ist hier so schlimm. Da ist er, der. BBA, und zwar will ich auf eine Szene hinaus. Wie fand ich mir die? Wie er anfing, wie ein Wahnsinniger, seine Chips zu schießen. Ja, einerseits. Also ich fand es lustig, und, aber hätte er das einbringen müssen oder nicht, weiß ich. Ja, sagen wir mal so, da war ja vorher irgendwie noch so jemand anders und der steckt ja die ganzen Chips rein. Ja, ich sage ja, der berühmteste Schauspieler, der ist ja immer da, der hat ja auch die anderen gespielt. Ist klar. Der moderiert ja auch die Convention, ne? Dieser kleine, kleinwüchsige, der ist, ja, der saß, okay. Ist klar, der hat mal wieder sich gefreut, dass er wieder eine Hauptrolle hat. Das war doch dieser Barbie Babies oder wer? Ja, 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 ja. So, der hat da, ne, und der hat den schön vollgestopft. Ja. Fand ich stark und er war immer was, ich bin da nicht, bam, bam, bam. Ne, also, was haben wir uns gezeigt? Man hat uns Dekadenz gezeigt, man hat uns Wohlstand gezeigt. Wenn man jetzt auf die ganzen Dialogmonologe da achtet, die da gesprochen wurden, hier, sehen wir hier, was erzählst du denn da? Der hat für die Renaissance gearbeitet oder für die Rebellen und der hat halt für die Imperialen oder beziehungsweise Order. Also, was willst du mir erzählen? Geld ist Macht. Ja. Darum geht's. Und der andere, der Code-Knacker, ne? Der wahre Code-Knacker, der stört mich nicht jetzt. Ne? Der andere, der da durch Zufall ein Code-Knacker war, hat sich halt so ergeben. Aber was ich jetzt nicht gut fand, ist, dass er dann plötzlich, darum geht es mir nämlich jetzt, dass der den verraten hat und alles geplättet wurde. Ja, der ist ja kaum noch einer übergeblieben, wenn du mal ehrlich bist. Ja, der fiel praktisch den anderen in den Weg. Er war ein Gangster. Ja. Nein, er war ein Gangster von vornherein. Er hat aber das Teil geklaut, wo Finn ist naiv, Ray ist naiv. Mhm. Ja, die gehen da rein, oh, wie? Du räuberst dich selber aus, wie, ist er da nicht einer? Und dann sagt er, ja, schauen wir mal, wer das hier ist, ne? Und solche Sachen. So, und da du ja auch, wie gesagt, Falke-Fan bist, der neue Falke, deswegen hatte ich das letztens gezeigt bei der Community, mit dem, eine Frau sagt dir was anderes, wenn du mit dem Spielzeug da kommst, weil das, mehr ist es nicht. Ist so hoch, flach und das war's. Du kannst da einen Knopf drücken, dann fliegt er vorne weg, das war's. So, das hat, ich weiß nicht, sammeln, kann man dazu nicht sagen, das ist wirklich Spielzeug. Deswegen fragte ich, ob ihr schon die Arme habt, ja, diese Kontaktarme mit den neuen Figuren. Sobald du mit dem Kontaktarm an die Figur kommst, fängt das Ding an zu sprechen. Ja. So, das ist in meinen Augen Spielzeug. Ja, das ist in meinen Augen Spielzeug. Und das hat mit Sammeln nichts zu tun. Man muss also wirklich bei Star Wars aufpassen, was ist sammelbar. Oder sammle ich einfach alles, so wie der Amerikaner, der Geld ohne Ende hat. Der sammelt alles, der sammelt auch Sachen, die nicht stimmen. Dann zeigt er hier den Blauen, den hat es nie gegeben und so. Darauf wollte ich hinaus in der Community. Ich bin gerade in die Community gesprungen. Ihr dürft unten drunter schreiben, nicht nur bei YouTube. Und genau, wir entwickeln gerade das Wohnzimmer. Und ich bin ja gerade der Akteur, der es gerade entwickelt. Mein Gehirn rattert, während ich spreche. Und dann, ich komme mir gerade hier vor, wie die Runde der Leute, die Bücher vorstellen. Ich weiß nicht, ob der abends diese Sachen sieht. Ne? So könnte man das Wohnzimmer nämlich auch machen. Das wäre die Idee. Ihr schreibt drunter, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Macht, was ihr wollt. Die Hasser leider ab in die Blockkasse. Ne, ihr dürft Kritiken üben, wie ihr wollt.
ins, genau, ab ins Outer Rim, ne, oder nach Jakku, das ist wirklich nichts. Ne? Nein, das wär's doch, das Wohnzimmer so machen, wie das Literat, die über Bücher quatschen. Da fällt mir ganz so ein, weil ich kann nichts dafür, ich bin immer im Beruf, ich komme nie raus. Alles gut. Ne, also, ich komme mir nicht ganz so vor, Literat, du erzählst über, ne, Literatur, das Star Wars Literatur, das fällt mir gerade so ein, das wäre ein lockeres Wohnzimmer, da hätte ich jetzt Bock drauf. Könnt ihr also, wie gesagt, wenn ihr nach Hause kommt, diskutiert, ihr seht den Film, ich mache den fertig, egal welche Uhrzeit, ist mir wurscht, den kriegt ihr heute noch zu sehen. Alles gut. Alles wird gut, aber da fällt mir gerade so ein, ich kann mir nicht böse, ich gehe gerade zurück und sehe den Reichs-Ranitzky, den hätten wir jetzt gebraucht. Reichs-Ranitzky hätte jetzt da was auseinandergenommen. Oh, herrlich. Ja, genau. Boah, ey, seid mir nicht böse, aber ich bin gerade wirklich im Star Wars Fieber und merke, man kann wirklich damit alles machen. Man kann wirklich Spaß haben. Darum geht's mir. Ja? Man sollte ja auch Spaß haben. Nee, eben nicht. Guck dir im Dienstnetz. Ja. Weißt du, was die Jungs jetzt hier auseinandernehmen? Weißt du, was da jetzt alles drunter steht? Da geht er aber vorbei. Oder? Ja, zwei ist gut. Weil es der Kasper hier. Ne? Ist klar, der alte Sack da. Nein, ist klar, aber macht mir nichts aus. Bin gerne alt. Weil ich gehöre zu Star Wars. Die sind auch alle alt. Ja, die werden jetzt verjüngt und so. Mag ja auch sein. Wir sprungen gerade ein bisschen, weil das ist ein lockeres Wohnzimmer. Wir sind jetzt hier nicht am Sprint gebunden, wie die Amerikaner das machen. Nein, hier geht's. Das ist das erste Treffen heute, das ist ja auch die erste Sendung, deswegen läuft die auch so ein bisschen auseinander. Und ganz spontan. Ja, genau. Ja, die Tür war auf und die kam rein. Ja, ja. Ja, ne? Ja, sorry, was ist denn das? Ne? Ist ja klar. Nein, okay. Schnitt. Du brauchst den Schnitt. So, cut! Ja, du musst raus, die Schnitte werden nicht verschwinden. Genau, ne? Ich möchte nicht, dass das drin bleibt. Also, nein, nein, okay. Wie gesagt, ihr merkt, Star Wars macht riesen Spaß. Und ich lasse gerade, wie gesagt, die gesamten 41 Jahre, dass ich nämlich gerade durch mein Gehirn blasen und bleib dann kurz stehen und spreche, ja, ist so. Der qualmt gleich auf. Ja, genau. Ja, menschlicher R2-D2. Ja, ist klar. Nein, aber wirklich, weil jetzt 41 Jahre Star Wars plötzlich wie so ein Regenbogen an dir vorbeizieht, du kurz stecken bleibst, eintauchst wie Rey, der den Berg runterrutscht, dann die Maske abmacht und guckt, sich einen trinkt oder sitzt und schmatzt da und liegt da in dem AT-AT als Wohnzimmer, und dann wird sie wach, rennt los, findet den BB, da wollte ich nämlich auch hinaus, die Antenne ist verbogen, weg, bei E7 und bei E8. Was macht sie als erstes? Die Antenne gerade. Ne? Zum Beispiel, siehst du, ihr merkt, ich achte wirklich auf alles. So, oder wenn Rey da kommt, steht da und sagt zu sich, Steine anheben. Ne? Ja, hat sie die Steine angehoben, damit die auch wieder rauskommen. Oder so Sachen wie, ja, ich weiß, ne? I know. Immer dieselben Texturen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist wirklich, 7, 8, 9 könnte wirklich 4, 5, 6 sein, nur anders. Einige Hater sagen, es könnte passieren, dass irgendwann, wie gesagt, passiert ja bei Marvel, DC, dauernd derselbe, Spider-Man, neuer Darsteller. Ja, oder bei Hulk, neuer Darsteller. So, und könnte auch hier passieren, dass wirklich Staus, beziehungsweise Kennedy sagt, weißt du was, wir fangen mal vorne an und machen alles neu. Alles nochmal dasselbe, nur mit anderen Darstellern und so weiter und so fort. Dann ist Jar Jar vielleicht nicht drin, eine andere Story oder so, könnte sein. Ja? Ich meine, ist eine Gelddruckmaschine. Wie ihr merkt, in den 41 Jahren können wir alles nehmen. Wir können jetzt sagen, wir bleiben nur bei, deswegen habe ich gefragt, wollen wir 100 Jahre Darth Vader, Yoda, Leia, Han Solo? Oder wollen wir einfach das Sci-Fi, Fantasy, Star Wars Universum? Und ich persönlich bin für das Letzte. Ja, Universum finde ich gut. Seitdem ich Rogue One gesehen habe, wow, wirklich. Seitdem bin ich wieder angefixt. Wie ich dann noch die Convention gesehen habe, 2016, seitdem, boah, wirklich, das war, da haben die Angst. Da war wirklich alles, ja. Was mich leider traurig macht, deswegen habe ich dieses Wohnzimmer in Deutsch erfunden jetzt hier, weil nur amerikanisch. Da sitzen nur Amerikaner, machen dasselbe wie wir. Die haben 100, 200, 300.000 Zuschauer. Wir haben 2, 3, aber wir freuen uns. Ey. Cool. Unsere eigene Familie gelaunt. Ja, auf jeden Fall. Ja, Daumen heute Abend. Gib mir alles. Lauf mir Daumen.
Ja, und wie gesagt, das macht Spaß. So, ihr dürft mich als Moderator jetzt hier verzeihen und bin wirklich voll reingerutscht dadurch, weil mir das unheimlich viel Spaß macht, weil ihr auch, wirklich, ich bin plötzlich in 41 Jahren Star und ich sehe alles. Ja, echt der Wahnsinn. Auch die Liebesszenen da. Einer schrieb drunter, keine nackte Haut, aber dann hast du Star Wars nicht gesehen. Also im dritten Teil die nackte Rücken da. Also den mal streicheln. Ja, die Mama von Luke. Ja, die Mama, aber die Mama von Luke, immer Luke hat eine tolle Mama gehabt. So, okay, das stimmt aber wie gesagt auch die Dialoge nicht. Weil er fragte, hast du noch Erinnerungen an deine Mutter? Das geht doch gar nicht. Was sie uns gezeigt haben, wenn ich jetzt wirklich, wir sind Filmfreunde jetzt, wir reden jetzt über Film. So, und ich sehe einen Filmschnitt, in dem Babys entsorgt, weitergeleitet und tschüss. Ja. So, dann können die sich nicht erinnern. Definitiv nicht. Genau. So, deswegen kann nur Lea von der Leihmutter gesprochen haben, die jemand anders gewesen war. Und die Mutter zum Beispiel, die angeblich diese Empfängnis hatte, was immer da darstellen soll, dass Anakin da geboren wurde aus dem Nichts heraus. Deswegen hat auch George Lucas ja auch den Ärger bekommen, auch von Francis F. Coppola, lass den Quatsch sein. Weil das ist ein heilloses Durcheinander, das ist nämlich geklaut von allen. Ja, der Wagenrennen als Podcast, Jesus da, Superstar, der Heilige kommt da und so. Und wenn wir jetzt sehen, dass Anakin nicht ausgebildet werden sollte, weil er zu alt war, warum wird denn dann Rey ausgebildet und warum kann die alles? Und die kann ja alles. Die wurde ja nicht ausgebildet. Ja, er sagt ja, du brauchst einen Lehrer. Warum, wenn die noch alles kann, wozu braucht die dann einen Lehrer? Das ist die Frage. Das ist einfach, was naiv ist. Wie Finn. Finn ist auch naiv. Guck mal, Finn kann auch mit diesem Säbel rumgehen. Ja, aber das ist ja bei mit diesem... Der war an. Der war, genau, mit dem Besen, hat er gesagt, hat er durchgeführt. Ja, genau, der war ja für die Klos zuständig. Ja, genau, wollte ich mal sagen. Aber er weiß wirklich alles. Hat er einen Chip im Kopf, weil er genau weiß, wo alles ist. Ja. Er weiß auch, dass es in Snokes riesen Kilometer großen Raumschiff einen Ort gibt, wo quasi dieses dreieckige, der Fuchskompensator von Snoke ist. Back to the Future, ja. Die ist ja wieder geklaut. Ja. Genau weiß, dass das genau da ist und das wirklich dieses Ding ausschaltet, um quasi war Reinigungskraft dazu. Ja, bei welcher? Also bei E7 war der Rotes Kreuz. Da ja, war Sanitäter. Nee, Sanitäter. Er war wirklich ein Putzfrau. Dann haben die es verstanden. Ich hab echt gesagt, bei E7 habe ich nicht so gesehen wie E8. Also E8 kann ich jetzt wirklich jede Szene mitmachen. Jede. Dann mache ich so hier, dann kommt der Besen so. Ne, ist so, oder? Genau, das hat mich gestutzt, der kleine Junge. Ich habe auch gefragt. Also wenn ich hier zwischendurch reinfahre, das ist eine neuartige Sendung. Du bist Star Wars. Du bist die Community. Du bist das Wohnzimmer. Du bist zwar nicht hier, die beiden sind hier, aber du bist mit hier. Das ist eine neuartige Sache, die ich hier hochfahre oder versuche hochzufahren. Wir sind eins. Wir sind eine Macht. Ihr seid dabei. Ich kann euch zuschalten, ich kann euch hören, wenn es sein muss. Weil das so neu ist und ihr das nicht wisst, sage ich es einfach mal so am Rande. Also ihr könnt einschalten, mitschalten, ich kann euch scharf schalten. Wir können hier so ein richtiges Wohnzimmer. Ja, einer holt meinen Kaffee, ne, und so, aber die Dame ist nicht da, die hat ja, ist auch nicht da, ja. Aber ist ja BB-8, der will nicht rollen hier, der bleibt da unten sitzen, den anderen haben wir gerade hinten weggestellt, der sagte immer nein, er hatte keinen Bock. Ja, der hatte keinen Bock, der wollte nicht, ne, gar nichts. So, das ist so eine Sache, aber wir brauchen Ruinen. Also wie gesagt, wenn wir ein richtiges Wohnzimmer machen, ich denke mir da was aus, dann hätten, es sind aber verdammt viele Menschen dann hier. Wie immer. Naja, ja, heute mache ich das mal alles alleine hier. Aber egal. Wie gesagt, das könnte man alles machen. Nur für den sogenannten Zuschauer könnt ihr auch sagen, das meine ich ernst, jeder kann sich zuschalten. Das ist ja, wir haben die Industrie 4.0, die ist alles machbar. Man muss es nur wissen, da muss man erst, und wir müssen auch viele Zuschauer haben, die Lust und Laune haben, und dann klappt das auch. So, und jeder könnte was einbringen, und ich bin dann auch ein bisschen ruhiger, weil ich voll im Star Wars Fieber bin, ich bin jetzt mittendrin. Ich schwimme ja, schon 60 Grad, ja. Ja, ehrlich, ich bin eigentlich, ich sehe vielleicht ruhiger aus, aber letztendlich bin ich auch. Ja, weil es Spaß macht. Ja, Star Wars macht Spaß. Zumal man das ja sieht, wie man, mit welcher Intention man da reingleitet.
Und ich als Filmemacher sehe ja den ganzen Aufbau immer und ich sehe gerade, dass wir hier der eine auf Buchdinges machen und ich mich auch gerade so benehme da, wie Reis Walinski. Ja, aber das meine ich damit. Film, wir sind Filmfans, wir sind Filmfreunde und haben ein Thema, Star Wars, Krieg der Sterne, und wenn man das alles so durchgehen lässt und sieht, was das alles für ein Fun gemacht hat, Sachen zu tragen. Wir könnten uns jetzt hier umkleiden, könnten jetzt hier sitzen, als wen auch immer. Deswegen habe ich, wie gesagt, gefragt, willst du 100 Jahre Darth Vader? Ja. Weil irgendwann muss das doch mal Ende sein. Ja, sicher. Aber zumindest wirklich, wirklich zwischen E3 und E4 wirklich sehen, wie das Imperium immer größer wird. So diesen machtvollen Ganzen, was E4 zu sehen ist. Die ganzen Systeme, die erobert wurden, und vielleicht noch die restlichen Jedis. Also mir fällt auf, wir sind mitten in 3. Wir sind immer in 3. Wir toben gleich in 3 um. Wir haben dann die Rebellen, die sich aufgeopfert haben, dann die Sache für den Todesstern besorgt haben. Ja. Dann sind wir jetzt bei Han Solo, der davor ist, der vor 3, 4 ist oder in 3 ist, kann er parallel laufen. Ja? Ja. Die sind halt. Obwohl, da muss man einen ganz großen Schnitt machen. Nee, nee. Das sind Gangster, Gauner, das sind, das war, also, jetzt springe ich leider wieder in Old Republic, weil ich hole mir die Figuren gerade, ja. Okay. Ich habe nicht den Bane, nicht den Cat Bane, den anderen, der ist auch so, dieser mit dem Cowboy-Hut und wie er daherläuft und dann schießt. Ach, ja? Ich weiß es nicht. Sowas gefällt mir, sowas hätte ich jetzt richtig Trieb drauf, Star Wars von mir herzustellen, wenn ich es dürfte. Ja, also dieses Slow Motion, dieses Kommen, dieses Schießen, dann der eine, der ihm hilft, der Stormtrooper da, ja, der war ein Klon, der muss man aufpassen, also der war ein Klon-Trooper, der da ankam und ihm geholfen hat mit diesem Maschinengewehr sozusagen, Laser-Maschinengewehr muss man auch dazu sagen, ist kein echtes Ding. So, und dann alles in Slow Motion und wie die sich dann und wie die andere Truppe dann kam, Mogus und so weiter, waren ja andere Herrschaften. Ja. Aber es geht mir jetzt um die Thematik. Das macht Spaß, mit Leuten real zu reden und nicht tippen da wie ein Weltmeister, sondern real wirklich in die Szene einzutauchen und zu sagen, ey, das wär's. Wenn die das hinkriegen würden. Ja, da haben wir wieder einen Fanservice. Ja, den es nicht gibt. Richtig. Ja. Zack, und haut schon, habe ich dich wieder in die Realität geholt. Zurückgeholt, ja. Leider. Ja. Können wir mal kurz einen Cut machen? Wir machen jetzt einen Cut. Ich mach alles klar.